darf Sie in Kenntnis setzen, dass ich heute dem Landesparteivorstand der Österreichischen Volkspartei Oberösterreichs und dem ÖVP-Landtagsclub mitgeteilt habe, dass ich für 1. April 2017 einen ordentlichen Landesparteitag einberufe und mich dort nicht mehr der Wahl zum Landeshauptmann stelle, sondern Magister Thomas Stelzer für diese Funktion vorschlagen wird. Nach Josef Püringer ist vor Thomas Stelzer. Der Linzer wird heute zum 8. Obmann der Oberösterreichischen Volkspartei seit 1945 gewählt. Josef Püringer übergibt die Geschicke an den 50-jährigen Juristen. Bereits im März 2015 wünscht sich Landeshauptmann Püringer Stelzer als seinen Stellvertreter. Dafür wird extra die neue Position des ersten Stellvertreters geschaffen. Seit Oktober 2015 ist Stelzer Landeshauptmann Stellvertreter und damit Oberösterreichs quasi Kronprinz. Am 9. Februar tritt Püringer zurück. Der Kronprinz steht vor seiner Krönung. Der oberösterreichische Landeskaiser streicht die Qualitäten seines Nachfolgers hervor. Er ist einfach menschlich 100% okay. Verankert in unserer christlich-demokratischen Weltanschauung. Ein intelligenter und seriöser Arbeiter. Kein Blender. Keiner, der wegen einer Schlagzeile seine Meinung ändert. Das mag vielleicht manchen Journalisten nicht gefallen, und einer auf dem Verlass ist, einer, der Handschlagqualität hat, dessen Wort ein Notariat sagt ist. Stelzer, der innerhalb der Volkspartei Oberösterreich hohes Ansehen genießt, bedankt sich artig. Ich möchte dem Landesparteivorstand und dem Landtagsclub unserer Oberösterreichischen Volkspartei, der führenden Kraft dieses Landes, herzlich danken für dieses Vertrauen und vor allem für die hundertprozentige Zustimmung. Vorbereitet hat sich Stelzer auf dieses Karrierehighlight schon lange. Der studierte Jurist und zweifache Familienvater aus Linz kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere in der ÖVP zurückblicken. Er beginnt 1986 in der jungen ÖVP Oberösterreich. 1991 zog er in den Linzer Gemeinderat ein, 1997 in den Oberösterreichischen Landtag. 2001 wurde Stelzer Landesparteisekretär Stellvertreter, 2009 Klubobmann des ÖVP-Landtagsclubs und 2015 schließlich Landeshauptmann Stellvertreter. Der nächste Schritt mutet in der Rückschau nur logisch an, Landeshauptmann. Doch welche Visionen hat der zweifache Familienvater? Am Donnerstag wird er dann zum neuen Landeshauptmann gewählt. Zu seinen Leidenschaften zählt neben dem Fußball, stellt sich als bekennender Fan von Lask Linz, auch Skifahren und Musik. Jetzt spielt er auch in Oberösterreich die erste Geige. Dass sie vor allem darauf einstellt, dass sie Mut haben, auch auf das Neue zuzugehen und sich darauf einzulassen.